Ich rede. Ja, einfach. Wir haben schon gequatscht gerade. So, Entschuldigung. Also, damit Sie sicher, das wollen wir ja immer, ankommen und damit nichts schief geht, darüber spreche ich jetzt mit dem Fahrsicherheitstrainer Marc Brodesser. Herzlich willkommen. Brodesser, so Hallo. Ist es richtig. Danke, aus der Nähe von Winterberg, aus dem Sauerland. Mit dem Fahrrad zu uns gekommen? Mit Bahn und Fahrrad. Aber immerhin, Fahrrad ist immer dabei. Was ist das für eins? Was ist das? Ist es ein Pedelec? Ist das ein E-Bike? Also die Überkategorie kann man sagen, es ist ein E-Bike. Okay. Das versteht so quasi jeder, der das mal liest oder sieht. Aber streng genommen ist es ein Pedelec. Das heißt, es kriegt eine Unterstützung beim Pedalieren. Beim Treten? Und, genau. Und ab 25 km/h regelt der Motor auch ab. Und das sind eigentlich fast alle Räder, die mit Elektromotor sind, die man so sieht im Gelände oder auf den Straßen, sind Pedelecs oder S-Pedelecs, die halt noch ein bisschen später abriegeln. Mhm. Weil im Prinzip hat sich so ein bisschen der Begriff E-Bike durchgesetzt. Alles ist ein E-Bike, jeder, der irgendwo einen Akku hat, fährt ein E-Bike. Aber eigentlich ist es ein Pedelec. Ja, auf jeden Fall. Man muss halt schon sehen, wenn jetzt im Verkehr jemand ist, der an seinem Fahrrad ein Rückspiegel und Nummernschild hat, dann fährt er ein S-Pedelec. Mhm. Und damit darf er auch nicht auf Radwegen fahren. Er braucht einen Führerschein, eine Lizenz und muss einen Helm tragen. Das ist halt so der Unterschied. Das sieht man auch direkt, wie schnell die sich bewegen. Die regeln erst ab 45 km/h ab. Oh, der ist ja schneller als mein Mofa früher. Sieht man aber auch selten. Sind wirklich selten. Ja. Mit einem Nummernschild hinten drauf. Man liest oft, oder wir berichten auch oft darüber, dass E-Bike-Fahrer, Pedelec, was auch immer, eben oft ältere Menschen sind, die oft auch jahrelang überhaupt gar nicht Fahrrad gefahren sind, sondern für die war vielleicht Fahrradfahren auch irgendwann zu schwer oder zu schwerfällig. Und jetzt steigen die wieder aufs E-Bike drauf. Was sollten die unbedingt vorher sich überlegen? Also erstmal natürlich ganz toll, dass sie quasi jetzt diese Bewegung an der frischen Luft oder auch im Alltag zum Bäcker fahren, kurze Strecken, diese Mobilität definitiv haben. Wenn man jahrelang nicht gefahren ist, sollte man ein Fahrsicherheitstraining machen. Oder zumindest sich mit Kollegen, die auch Fahrrad fahren, kurz schließen und erstmal wieder spielerisch anfangen zu üben. Mhm. Das ist zum Beispiel im Autobereich, im ADAC oder im Motorradbereich total gängig. Mhm. Im Fahrradbereich sagt jeder, ich kann ja Fahrrad fahren, ja. Warum soll ich das machen? Hab's irgendwann mal gelernt. Genau, und dann hat man eben gesehen, 70 Jahre altes Mielerad hat vielleicht noch andere Bremsen als ein ganz modernes E-Bike, wo du mit einem Finger die Scheibenbremse oder die Hydraulikbremse ziehst. Mhm. Und auf einmal stoppt das Rad ganz abrupt. Also da sind auf jeden Fall Gefahren, die man auf jeden Fall vorher wissen muss. Und dann kann man sich aber auch spielerisch mit dem Rad, was ja auch Spaß macht, daran tasten. Wie hat es bei Ihnen eigentlich angefangen mit der Leidenschaft fürs Fahrradfahren? Aber ich denke mal, so auf dem Land aufgewachsen. Aber Winterberg, hallihallo. Ja, jetzt wohne ich in Winterberg, vorher im Bergischen Land. Aber es ist natürlich so, die Freiheit, als Kind spielt man ja auch nur. Ja. Also man nimmt sich das Fahrrad erstmal nicht zu sagen, ich will jetzt so und so viele Kilometer machen, sondern erstmal geht es darum zu spielen. Mhm. Und das finde ich ja schön, als Erwachsener kann man sich das jetzt wiederholen. Und auch mit dem E-Bike, man muss natürlich nur wissen, was kann das Rad, auf welche Dinge muss ich achten, weil die Technologie sich natürlich weiterentwickelt hat. Und gleich gucken wir uns mal so eine Art Fahrsicherheitstraining an, in klein, sage ich mal. Sehr beeindruckend, was der Mann kann. Wir haben es vorhin in der Probe schon gesehen und haben alle so, boah, der ist ja hier, hallo. Also E-Bikes haben höheres Gewicht, kommen schneller in Schwung. Das ist eine Sache, an die man sich echt erst gewöhnen muss. Manche sind eben da unsicher und dann kommt es eben zu Unfällen. Ganz ehrlich, ich bin auch schon mit so einem Ding umgekippt. Kein Witz. An der Ampel. Und dann lässt sich so den Fuß zur Seite und dann wurde es immer schwerer und ich lag echt auf der Nase. Ja. Ich habe das echt unterschätzt, weil irgendwann kannst du das Gewicht auch nicht mehr halten. Marc Brodesser ist bei uns, er gibt selber Fahrsicherheitskurse. Gehen wir mal ans Fahrrad. Was würdest du jedem raten, der sich ein E-Bike kauft, ein Pedelec, schwer, leicht, was auch immer, als erstes zu tun? Also ich würde raten, auf jeden Fall zum Fachhändler zu gehen. Weil es gibt natürlich auch Discounter, wo aber nicht das Personal fachkundig ist für die Beratung. Mhm. Ich fand das eben im Beitrag schön gesagt, das Fahrrad muss ja passen wie ein Schuh. Ja. Und viele passen sich an das Fahrrad an, dann tut aber der Popo weh, das Handgelenk tut weh, dann Verspannung. Man kann aber das Fahrrad an sich selber anpassen. Und das sind Dinge wie zum Beispiel hier die Höhe des Lenkrads, wie lang ist der Vorbau, mhm. Das also die Sitzposition stark beeinflusst. Der Sattel muss eh individuell passen. Ja. Und je nach Einsatzbereich und Vorlieben sollte das halt alles passen. Und ich würde sagen, was den Motor angeht oder Akku, da kann man jetzt eine Wissenschaft draus machen. Aber wenn man von den führenden Herstellern, die quasi im Fachhandel erhältlich sind, sich ein Produkt kauft, dann mhm. weiß man jetzt, man hat auf jeden Fall was Gutes. Da gibt es jetzt keine Ausreißer nach unten, wo man sagt, okay, Achtung, Achtung, den Motor auf keinen Fall kaufen. Okay. Probe fahren, ausprobieren, welches Gefühl mag man am liebsten. Und dann da geht's schon los, draufsetzen. Und dann setz dich ruhig mal drauf, weil du kannst es noch sehr viel besser als ich. Worauf achten?
Also ganz wichtig ist, wenn man sich jetzt die Sitzposition einstellt, dass man das Fahrergewicht auf den Sattel hat und den Lenker schön locker hält. Viele lehnen sich dann auf den Lenker drauf und irgendwann nach einer langen Tour kriegt man hier Verspannung. Das wird unangenehm. Manche machen sich auch hier so einen Knick ins Handgelenk, dann werden die Finger taub. Mhm. Das sind so ganz typische Dinge. Man kann dann einstellen, dass die Griffe ordentlich passen, dass man mit zwei oder einem Finger bremsen kann. Das sind so Dinge. Sattelhöhe natürlich. Und da sollte man aber auch wirklich beim Fachhändler sich beraten lassen, dass die sagen, okay, deine Beinlänge. Und dann stellt man das ein, damit es auch wirklich keine Knieschmerzen oder solche Dinge gibt. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, Bremsen ist auch echt nicht so ohne beim Pedelec, beim E-Bike. Und das kannst du uns mal wunderbar demonstrieren, was da unter Umständen schiefgehen kann, wenn ich nämlich bremse und, wie es viele machen, absteige. Ja, also viele kennen halt den Ampelabstieg. Wenn die Ampel rot ist, dann stellt man sich so hin, was ja auch funktioniert, auch mit dem Pedelec. Hier ist natürlich ein tiefer Einstieg, hat man viel Platz. Aber wenn man diese Gewohnheit überträgt in eine Notsituation, eine Autotür geht auf, ein Kind rennt quasi. Oder ein Hund kommt oder ja, was auch immer, ja. Zwischen zwei Autos rausgerannt, man muss abrupt in die Bremsen gehen. Und die haben heute richtig Power, die Bremsen. Ja. Also dann, wenn man so hängt, kann natürlich das Heck hochkommen. Ja. Und dann fällt das Fahrrad seitlich auf einen drauf. Und bei dem Gewicht des Fahrrads, 25 Kilo, dann kann das richtig wehtun. Und je nach Altersgruppe auch, vielleicht mit 75, dann hat man sich schon mal schneller einen Knochen gebrochen als mit 17. Ja. Also ich sollte praktisch absehen davon, dieses Ampel, also nicht so absteigen. Genau, und dann kann man halt das wirklich auch üben in einem Fahrsicherheitstraining oder selber, dass man immer, wenn man stark bremst, den Körperschwerpunkt eher nach hinten bewegt. Als nach vorne. Genau. Alles oder klar. Zur Seite und vor allen Dingen aber auch das dosierte Bremsen übt, dass man bemerkt, wann sind die Reifen noch so, dass sie sich gerade ein bisschen bewegen oder wann sind sie schon voll blockiert. Weil auch viele Radwege, ich fahre zum Beispiel auf den Ruhrter Radweg, auf dem Heimweg, da ist auch viel Schotter. Und wenn man jetzt normale Reifen hat, dann rutscht man auch schnell weg. Also da ist die Gefahr groß und da kommen auch diese Statistiken her. Dass jede Verletzung, wenn jetzt ein älterer Herr oder ältere Dame stürzt, ist dann direkt Fraktur, Zeitung direkt schwer verletzt. Und das geht natürlich dann, das potenziert sich. Mehr Pedelec-Fahrer, mehr Unfälle. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Marc fährt. Klar, er gibt Fahrsicherheitstraining, aber das ist eine Sache, die jeder von uns mal ausprobieren sollte, nämlich so zu fahren. Also man sollte wirklich auch mal ruhig den Motor ausstellen oder auf die unterste Stufe und die Blickführung trainieren. Schönes Geräusch. Dass man sehen kann, wie hält man so ein bisschen Balance, mal ganz langsam werden. Dahin schauen, man kann um den Gullideckel zum Beispiel rumfahren. Bis jetzt noch kein einziges Mal den Fuß auf dem Boden. Genau, das ist natürlich eine gute Übung. Man kann auch so Spiele machen wie Schneckenrennen. Ich habe ja gesagt, also Schneckenrennen, wer zuerst im Ziel ist, hat verloren. So Dinge, dass man sich halt so ein bisschen dieses Spielerische wieder reinholt. Um die Ecke kommst du nicht rum. Ja, da hilft die Blickführung. Gibt's nicht. Viele gucken dann dahin, wo sie nicht hinwollen. Ja. Ich gucke eher dahin, wo ich hin will. Und das ist halt so ein ganz typisches Phänomen. Ja. Bordsteinkanten sind dann eine Gefahr. Bahnlinien, gerade in der Stadt, diese Tramlinien. Man guckt, dann sieht, da ist die Gefahr, schaut hin und fährt genau rein. Ja. Also im Blick weiter voraus, gucken, wo kann ich langfahren. Ja. Und das ist natürlich alles Learning by Doing. Ich war mal unterwegs für eine wunderschöne Sendung, die hieß mit Schiff und Rad durch Holland. Und da hatten wir, glaube ich, 200 Gäste an Bord. Und ich war mit einer Holländerin unterwegs. Das war der erste Drehtag. Und ich sagte zu ihr beim Fahren, wir hatten auch E-Bikes, es gab nur E-Bikes auf dem Schiff. Und ich sagte zu ihr beim Fahren, ja, viele kippen ja damit auch um. Und sie als Holländerin lacht mich aus und sagt, wieso? Und dann wirklich 10 Sekunden später treffen wir so eine Gruppe vom Schiff. Es waren so 5, 6 ältere Damen und Herren. Und 3 davon, die Dominosteine, sind an so einer Kreuzung, wo die abrupt anhalten mussten, umgefallen. Haben sich nicht groß verletzt, ja, aber trotzdem, der Schock war groß, weil die haben angehalten. Und dann, das habe ich vorhin... Das ist so schwer. Und dann dieser, weißt du? Also, man muss... Da gäbe es jetzt noch ein technisches Hilfsmittel. Ja. Das sollte man vielleicht wissen. Es gibt heute Vario-Stützen oder auch Sattellift genannt. Da kann man vom Lenker aus einen Knopf drücken und dann geht der Sattel runter. Ist nicht wahr. Das ist sehr hilfreich. Das im Mountainbiken ist ja schon Standard. Ja. Das gibt es mittlerweile auch in Kombination mit einer Federung. Und dann kann man an der Ampel, wenn man jetzt sagt, ich habe recht kurze Beine, aber ich muss den Sattel hier oben haben beim Fahren, dann drückt man den Knopf, der Sattel geht runter. Und dann geht der Sattel runter. Genau, und dann hat man einen guten Stand. Und wenn man dann losfährt, kann man danach wieder den Sattel hochmachen. Das ist auf jeden Fall super, dann um da mehr Sicherheit zu haben. Passiert nicht diese Geschichte, das genau. Großartig. Nimm das Fahrrad, ich danke dir herzlich. Komm gut nach Hause, zurück nach Winterberg. Danke für deinen Besuch. Ich danke. Markus Brodesser. Dankeschön. Viel Spaß noch, danke. So.